Ja, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, wenn wir Menschen haben, die Mülltonnen beschriften mit solchen fatalistischen und mit solchen üblen Beschriftungen wie "Lasst Kinder frei atmen". Leben wir doch wirklich im besten Deutschland aller Zeiten, wenn wir dann Menschen haben, die sagen, lasst Idioten nicht frei herumlaufen. Da ist die Welt noch in Ordnung hier in Eberbach am Neckar, wenn es doch noch irgendwo die Selbstjustiz hat von Menschen, die eben sagen, wir sind dagegen, dass man solche Menschen draußen rumlaufen lässt, die solche böse, brunnenvergiftenden Schriften anbringen. Jawohl.